Hallo, noch einmal danke, dass ihr wieder bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen sehr gut. Ich bin Mari Saru. Meine Vorgänger haben viel über Religionen gesagt, immer im Zusammenhang damit, wie sie entstanden sind und wozu, hauptsächlich als Kontrollmechanismen für die Menschen, Massenkontrolle und Bevölkerungskontrolle. Meine Vorgänger haben erklärt, wie sie der allgemeinen Bevölkerung auferlegt wurden, als wären sie eine Realität, als würden sie auf harten Fakten beruhen. Sie erklärten, wie die Bibel geschrieben wurde, warum und von wem, und stützten sich dabei auch auf die persönlichen Erfahrungen des römischen Kaisers Vespasian und seines psychotischen Sohnes Titus. Der Zeitpunkt historischer Ereignisse ist nachweislich falsch, was darauf hindeutet, dass die Bibel im 13. Jahrhundert geschrieben wurde. Außerdem wurde das Neue Testament vor dem Alten Testament geschrieben, was wissenschaftlich gesehen bizarr ist. Unsere neuesten Daten sowie die anderer Personen deuten stark darauf hin, dass die gesamte Menschheitsgeschichte so stark manipuliert wurde, dass fast nichts in den Geschichtsbüchern den Tatsachen entspricht. Auch wenn die Geschichte in eleganten, teuren Büchern aus bestem Papier, mit hervorragenden Bildern, Fotografien oder zeitgenössischen Gemälden und mit einem elegant hinzugefügten Goldschnitt und einem Hardcover geschrieben sein mag, wurde der Inhalt stark manipuliert, und der Kontext des teuren Buches, wer es geschrieben und wer es hergestellt hat, ist eher dazu geeignet, den Leser dazu zu verleiten, zweifelhaften Fakten Glauben zu schenken, nur weil sie von einer Autorität stammen, die allgemeingesellschaftlich akzeptiert ist, auch wenn sie dem widersprechen, was der Leser auf andere Weise oder durch empirische Erfahrung weiß, zum Beispiel. Klar ist jedenfalls, dass alle gesellschaftlich akzeptierten großen Religionen von den Herren der Gesellschaft auf der Erde mit dem alleinigen Ziel geschaffen wurden, das Verhalten der Massen zu kontrollieren. Und jede von ihnen wurde sorgfältig so gestaltet, dass sie in den Kontext, die früheren Glaubenssysteme und Traditionen der Kultur passte, der jede Religion zugeordnet werden sollte. Diejenigen, die neue Religionen auferlegten, nutzten Angst als primären Antriebsmechanismus, um das Verhalten der Bevölkerung zu ihren Gunsten zu lenken. Sie erzwangen extreme Dualitätskonzepte, die von der Bevölkerung verlangten, sich ihren Regeln und Gesetzen anzupassen. Zum Beispiel wurden sie auf die denkbar schrecklichste Weise bestraft, wenn sie sich schlecht benahmen, während sie belohnt und gut behandelt wurden, wenn sie sich wie gehorsame, demütige Diener ihrer Oberherren verhielten. Wir alle kennen den alten Spruch, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wurde, und das ist genau der Fall. Darüber hinaus sieht es so aus, als sei dies viel schlimmer als bisher angenommen, da jetzt immer mehr Beweise im Internet und auch außerhalb des Planeten auftauchen, dass die gesamte Geschichte in Wirklichkeit erfunden wurde und die wahre Vergangenheit der Menschheit nichts mit dem zu tun hatte, was den Menschen erzählt wurde. Hinzu kommt, dass meine herausragenden Informationen jetzt mehr Sinn ergeben, da das Timing, das früher als falsch angenommen oder berechnet galt, nun genauer zu sein scheint. Einzelne Ereignisse in der Geschichte mögen real gewesen sein, aber wie und warum sie stattfanden, wurde geändert, um in den Kontext einer insgesamt erfundenen und falschen Geschichte zu passen. Und dies gilt insbesondere für das Timing jedes Ereignisses. Wenn wir uns außerdem die Symbolik rund um jede historische Figur ansehen, können wir jetzt erkennen, dass zumindest viele der wichtigsten erfunden wurden und in Wirklichkeit nie existiert haben. Dies ist bei fast allen wichtigen Personen der Geschichte der Fall, die später und auch heute noch als Vorbilder dienen, denen die Massen folgen sollen. Dies ist eine durchaus logische Beobachtung, denn wenn ein echter Machthaber die Bevölkerung einer Gehirnwäsche unterziehen will, ist es einfach, eine falsche historische Figur mit ihren falschen Handlungen und Ereignissen aufzuerlegen, um sie in die neue Erzählung einzufügen oder um zu rechtfertigen, warum sich ein zuvor bekanntes historisches Ereignis oder ein Kontext zum gegenwärtigen Ergebnis entwickelt hat, das eindeutig zugunsten des gegenwärtigen Machthabers ausfällt. Wissen ist Macht. Und Geschichte im Allgemeinen ist auch Wissen, und kein heutiger Machthaber möchte, dass die Menschen wissen, woher sie wirklich kommen und was sie früher hatten. Und das beste Beispiel dafür ist, dass die Kabalen heute nicht wollen,
dass die Menschen wissen, dass sie in ihrer jüngeren und fernen Vergangenheit über freie Energie verfügten, weil sie diese auch heute noch wollen würden, und freie Energie bedeutet Freiheit für die Menschen, also weniger Macht für die Machthaber. Daher ist die Manipulation der Wahrnehmung und des Wissens der Menschen über ihre Vergangenheit eine wesentliche Voraussetzung für eine effektive Bevölkerungskontrolle. Eine neue Realität für die Menschen, eine neue Matrix kann nicht geschaffen werden, solange die Menschen sich noch an die letzte erinnern, und diese Art der Ausbeutung kann nur in einem existenziellen Bereich stattfinden. Indem sich die Menschen nicht an ihre vergangenen Leben erinnern können, wo es einen Schleier des Vergessens gibt. Wenn man all dies verstanden hat, macht es sehr viel Sinn, Religionen zur Bevölkerungskontrolle zu erfinden, denn mit ihnen können die Oberherren die Menschen manipulieren und dabei eines ihrer tiefsten, wenn nicht sogar das tiefste Wesen ausnutzen, nämlich ihr Bedürfnis, sich auszudehnen und als die Seelen, die sie sind, eine Verbindung zur Quelle zu haben. Wenn also reale Ereignisse in einer aufgezeichneten Abfolge stattfinden, muss ein neues Paradigma, mit seinem historischen Kontext und seiner entsprechenden Religion geschaffen werden, um die Bevölkerung wirksam zu kontrollieren. Und dies muss so geschehen, dass die Lebensspanne der darin lebenden Individuen und ihre Erinnerungen nicht im Widerspruch zur neuen Erzählung stehen, wobei auch die jüngste Vergangenheit ausgelöscht werden muss. Und die wenigen älteren Menschen, die sich noch daran erinnern, wie es früher war, können leicht sozial unterdrückt werden, damit sie sich unterwerfen und neue Erzählungen akzeptieren, oder sie können einfach manipuliert werden, damit sie glauben, dass das, was sie wissen, nicht die Wahrheit ist. Religionen sind dazu da, um zu kontrollieren, wie Menschen mit ihrem inneren Wissen umgehen, dass es im Leben um viel mehr geht als nur um die materielle Welt. Sie hüllen Geist und Seele in ein sorgfältig ausgearbeitetes Regelwerk, das immer zugunsten des Oberherrn ausfällt, der es auferlegt hat. Der Glaube an die Quelle ist keine Religion. Die Quelle ist nur das Grundkonzept einer größeren Einheit, die buchstäblich alles einschließt, auch etablierte Religionen. Die Quelle ist kein Kontrollmechanismus wie Religionen. Das Konzept der Quelle ist der Schlüssel zur völligen Freiheit, zu entscheiden, woran du glauben möchtest, basierend darauf, was am besten zu dir passt. Je nach Verständnis und spiritueller Entwicklung des persönlichen Bewusstseins und Gewahrseins glaubt also jeder an das, worauf er abgestimmt ist. Meiner Meinung nach sind Menschen, die an eine Religion glauben, auf dem richtigen Weg, obwohl sie in eine andere Falle der Matrix getappt sind. Ich kritisiere sie nicht, da sie ihr Bestes tun, um sich mit der Quelle zu verbinden, basierend auf dem, was ihnen zur Verfügung stand, basierend auf dem Wissen und dem Kontext in ihrem Leben und auf ihrem persönlichen Stand der spirituellen Entwicklung. Sie wissen tief in ihrem Inneren, dass sie Geist sind und dass sie nicht nur das Ergebnis chemischer und elektrischer Interaktionen in ihrem fleischlichen Körper sind, wie es die moderne Wissenschaft auf der Erde so energisch auferlegt. Ihr Gott und seine zahlreichen Avatare sind für sie die Verkörperung der Quelle. Und letztendlich umfasst eine Quelle alles. Ihre Götter sind auch eine Quelle. Sie befinden sich einfach in einem Stadium der spirituellen Entwicklung, in dem sie noch einen Vermittler brauchen, um eine Beziehung zur Quelle herzustellen, da ihre physischen Körper sie in der Illusion halten, dass sie etwas anderes sind als die Quelle selbst, mit der sie sich in erster Linie verbinden wollen. Dies gibt dem Satz Gott ist im Inneren eine direkte und starke, richtige Bedeutung. Die Realität als solche kann nicht die ultimative Wahrheit sein, da sie immer relativ zu etwas anderem sein wird, relativ zum Kontext jeder Seele, des Bewusstseins, das sie erlebt. Wie in meinen Videos über das Astrale erklärt, erzeugen Gedanken und Vorstellungskraft Realität und das sehr schnell. Diejenigen, die fest an etablierte Religionen und ihre verschiedenen Formen glauben, betrachten sie als Realität, ihre unbestreitbare Realität, nach der sie leben müssen.
Und wenn ihr starker Glaube mit dem Glauben von Gleichgesinnten zusammenkommt, werden diese religiösen Avatare zu Egregoren, die vollkommen real sind, aber nur für sie und ihre Gruppe. Obwohl diese Egregoren für sie real und greifbar sind, sind sie es nicht für andere Menschen, die ebenfalls starke Glaubenssysteme haben, die diese Egregoren zum Einsturz bringen. Sie funktionieren bei ihnen nicht, da die Konzepte, die die Realität für diese Gruppen religiöser Menschen definieren, von den Oberherren der Matrix auf der Erde entwickelt und kontrolliert werden, könnt ihr hier sehen, wie ein existenzieller Bereich nur durch Wahrnehmung und Kontrolle des Geistes geschaffen werden kann. Wenn es ihnen für ihre spirituelle Entwicklung dient, dann sind sie für sie von Vorteil, aber was sie nicht tun können, ist, Religion als Vorwand zu benutzen, um in das Leben anderer Menschen einzudringen und es zu zerstören. Keine andere Entschuldigung für Krieg wurde häufiger benutzt als Religion, aber Entschuldigungen sind sie immer, weil die Kontrolleure der Erde Kriege nur für den Nutzen schüren, den sie daraus für sich selbst ziehen. Und das, obwohl die Religionen, die sie als Entschuldigung für Kriege benutzen, Kriege selbst verurteilen, was ein interessantes Paradoxon ist. Aber für sich genommen sind religiöse Menschen auf dem richtigen Weg, obwohl sie sich in einer geistig kontrollierten Box befinden, aus der sie kaum entkommen können, und das ist natürlich aus einer anderen Perspektive gesagt. Erweitert euer Bewusstsein, ihr weisen Menschen da draußen. Passt auf euch auf, und ich hoffe, euch beim nächsten Mal hier zu sehen. Wenn ihr diesen Inhalt für wertvoll haltet, abonniert ihn bitte und gebt ein Gefällt mir ab. Mit viel Liebe, eure Freundin Maris Varou. Wichtig, der Link zu den zensierten Videos auf Odyssee befindet sich in der Beschreibung, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wie zum Beispiel dieses hier.